Als erste Springerin wurde Svetlana Khorkina ermittelt mit dem ersten Sprung. Hier ist die Belastung nicht ganz so hoch, nach dem Finale gleich ins Winners Final zu gehen. Und da sehen wir nochmal ihre Spezialität. Von ihr ist er kreiert worden, dieser Rondatsprung mit der halben Drehung zwischen, wie wir sehen, Absprung vom Brett und dem Stütz am Pferd. Da. Das muss man gut koordinieren können. Dann der Salto, die halbe Drehung und der Stand. Svetlana Khorkina, die Vize-Weltmeisterin an diesem Gerät vom Vorjahr. Jetzt entscheidet sich's. Auch sie kann es gebrauchen. Sie trainiert in Belgorod beim Club der Gewerkschaften. Und nicht umsonst ist Leonid Arkajew, der Auswahltrainer, Präsident, der die Mädchen und die Männer betreut, mit so vielen unterwegs. Hier sorgt man sich für die Finanzen. Für den Nachwuchs. Links von ihr steht der Trainer. Für Svetlana Khorkina für den ersten Sprung. 9,675. Und da sehen wir den. Die Turnlegende, sagen wir mal, für die Erfolge der letzten Jahrzehnte ist er zuständig. Besonders im Männerbereich. Nach den Veränderungen jetzt auch für die Damen zuständig. Überschlagsvariante. Na? Ihr zweiter Sprung.